Ach, wenn wir erst ungefähr 50% des Spiels haben, es wird halt logischerweise immer wie schwerer. Das heißt, die Gegner haben irgendwie mehr Lebenspunkte. Na, nee, zuerst mal Lebens. Holen wir zuerst unsere Sachen zurück. Da kommt mir eh nach. Der Stalker. Immer dieser Fanclub. Nein! Was machst du denn? So. Na. Wo bist du? Mir beim Treppensteigen? Nicht erstaunlich mit dieser Rüstung. Entledige dich doch ihrer. Also mich wird's nicht stören. Ich würde dich auch so schätzen. Immer dieses Modebewusstsein. Ja, jetzt geht's anders zu. Och, Silberritterschild. Da ist es ja. Silberritterschild. Magie 40, Feuer weniger, Blitz 65, Haltung 64. Jetzt weiß ich gar nicht, reicht mir das noch? Nein, leider nicht. Leider schon nicht mehr. Boah. Schade, schade, schade. Das Schild der Silberritter von Analondor. Seine Oberfläche schmückt ein tief eingravierter Wassergraben. Die Silberritter bleiben in Analondor zurück, um die illusorische Göttin zu verteidigen. Und ihre Schilder tragen die Segnung ihres göttlichen Schutzes. Was könnte ich machen? Schwere Stiefel. Soll ich jetzt tatsächlich den Gargoyle-Helm gegen... Okay, wobei, so gut ist er jetzt eigentlich auch nicht. Reicht mir das? Ja, sehr schön. Dann haben wir ein neues Schild. Das nennst du ein Schild? Das ist ein Schild. Oh, das beste Schild nützt allerdings nichts, wenn man es nicht nach oben hält. Ja, ich muss mir wieder eindeutig mehr Backstab angewöhnen. Sonst wird das nichts. Wo will ich denn hin? Hier hat es nur einen Ritter. Gehen wir hier entlang. Möchte ich eigentlich noch den Helm, wenn ich so wünschen darf? Ah, der Grund, warum man nie zuschlagen sollte, wenn er die Deckung oben hat, wurde gerade offensichtlich. Aber die Kleidung ist schon elegant, oder? Müssen wir festhalten. Hat schon was. Also, ich würde mich auch so anziehen, wenn ich es mir erlauben könnte. Aber bei meiner Figur ist das nix. Das macht mich zu dick. Vielleicht klappt ja das mit dem Landschaftsporträt als Motivation ein bisschen besser. Ich müsste mich auch wieder mal ein bisschen konzentrieren. Das ist hier schließlich kein Ponyhof. Aha! Kaum sage ich's. Das muss jetzt einfach reichen. Noch zwei Tränke. Wenn ich jetzt vorsichtig vorgehe, muss das wirklich reichen. Ich könnte nachher auch mal das Feuer ausbauen. Wäre ja auch eine Idee. Dieser Gang schon. Dieser selbstsicher Stolz. Oh! Wo zum Geier kommst du jetzt her?
War ich zu nahe bei dir? Tut mir leid, dass ich deine Ruhe gestört habe. Ja, okay, dann machen wir es halt anders. Ist nicht so gedacht. Ah, und das war's. Das war ganz, ganz schlecht. Ja, zwei sind mein Tod. Mehr oder weniger. Nochmal. Kommt nochmal. Ihr dürft nochmal. Der eine darf halt nicht rennen. Die müssen beide laufen, dann geht's. Das reicht. Sehr schön. Und wenn sie jetzt wieder laufen, ist wieder gut. Oh. Drachentöterpfeil. Ja, nur einer, aber. Die summieren sich mit der Zeit. Ich kann sie auch nicht anwenden, also mir bringen sie auch relativ wenig. Jetzt sind wir wieder auf derselben Treppe. Einfach in einer anderen Richtung. Und das ist die Besonderheit dieser Treppe. Die führt logischerweise auch wieder nach unten. Hier links werde ich jetzt nicht reingehen. Stattdessen gehe ich hier rechts. Und da kommt er schon. Wenn ich den jetzt schaffe, dann bin ich eigentlich mit dem Wichtigsten durch. Das heißt, wir werden hier jetzt kein Experiment eingehen. Komm, hier hinten hast du einen schönen Kampfraum. Also ich nehme sie gerne hier oben, denn hier oben habe ich in aller Ruhe Zeit. Wenn ich jetzt sterbe, dann habe ich es wirklich nicht verdient. Oh, geschafft. Sehr angenehm, deine Bekanntschaft zu machen. Also bevor ihr euch jetzt um den hier hinten kümmert, macht das gar nicht. Geht an diese Tür, öffnet sie und bewundert einmal mehr das Level-Design. Denn wir sind jetzt an der Tür, die davor von der einen Seite nicht öffnen war. Und hier ist wieder unser Leuchtfeuer. Das heißt, wir haben uns jetzt eine großartige Abkürzung geschafft, die wir auch gleich ausnutzen werden. Okay, ich werde sie probieren auszunutzen. Ah, sag mal. Wieso kann ich jetzt das nicht mehr? Ich kann doch das. Ich könnte doch eigentlich spielen. Ich kann sie mal backstab wie eigentlich parieren. Ich bin einfach zu blöd dafür. Und die Punkte sammeln sich und sammeln sich. Also ihr könnt auch hier unten kämpfen, wenn ihr schon mal unten seid. Der andere reagiert auf der rechten Seite wirklich auf Nahkampf. Das ist wieder sehr fair vom Spiel. Oh, das ist jetzt wiederum nicht so fair gewesen. Na komm. Diese Silberräder kosten einfach enorm viel Zeit, aber das ist voran mit meiner Bewaffnung im Moment.
es wird auch weniger lange brauchen können. Aber ich muss mich jetzt zuerst auch wieder ein bisschen an sie gewöhnen. Und der bringt mich doch um am Ende. Ich sehe das. Komm. Ich traue mich, dich zuzuschlagen, weil ich immer denke, genau dann, wenn ich zuschlage, macht das eine Dreier. Das ist eine Einer. Das ist das Schild, das kennen wir. Seht ihr? Das ist die Dreier. Boah. Gehen wir an die Schatzkiste. Also ich bin überzeugt, diesen Schlag kann man sicher auch parieren, aber da ich nicht weiß, wann der genau parierbar ist, mache ich es gar nicht. Verliere ich so langsam die Geduld. Ah, schlechter Moment erwischt. Komm! Wenn ich jetzt so still bin, das ist es, weil ich mich versuche zu konzentrieren, dass ich hier nicht am Schluss sterbe. Oh, okay. Furchtbar, furchtbar. Hier finden wir das ganze Set von ihnen. Die verschiedenen Teile erzählen, soviel ich weiß, keine eigene Geschichte. Wo ist es denn? Also, diese Geschichte... Nee. Kennen wir die... Ah, falscher Knopf. Kennen wir die Geschichte schon? Aus speziellem unbeschichteten Eisen angefertigt, bietet er hohen Schutz, speziell bei Feuerangriffen, aber ist so schrecklich schwer, dass ihn kaum ein anderer außer Tarkus höchstpersönlich, höchst selbst tragen kann. Nee, das ist er aber nicht. Wo ist es denn? Als Fürst Gwyn auszog, die Flamme zu binden, spalteten sich seine Ritter in zwei Gruppen. Die Silberritter verblieben im Dienste ihrer Göttin in der vergessenen Hauptstadt. Also selbst jedes Teil erzählt hier noch offensichtlich seine Geschichte. Oder mindestens gewisse Teile davon. Ja, die hatte ich. Mal sehen, ob das jetzt beim anderen auch so ist. Wo ist es denn? Silberritter. Okay, ich würde sagen, vermutlich erzählt das Schwert und das Schild eine Geschichte. Jetzt können wir eigentlich testen. Ich habe ja das Schwert. Silberritter Speer. Die Silberritter von Anor'londo bewachen die Stadt mit diesem eleganten, schlanken Waffe. Der Speer kann mit beiden Händen, das ist klar. Nee, das ist... Ach, ich mach das nicht bewusst. Ich bin wirklich ein bisschen ungeschickt, weil ich die verschiedenen Knöpfe jedes Mal eine andere Funktion haben. Nee, da steht bei beiden tatsächlich dasselbe. Und jetzt reicht's. Jetzt werde ich halt PvP machen müssen. Ich kann's jetzt nicht mehr ändern. Denn ich brauche hier diese 10 Flakons. Sonst wird das nix. Und ihr seht, hier sind schon die Zeichen. Also hier könnte man wunderbar andere beschwören. Und ich glaube, ich werde gerade schon angegriffen. Das heißt, ich nehme jetzt den unbedingt noch schnell mit. Weil mein Zeichen
unten links seht ihr, das ist schon weg. Das heißt, ich werde eventuell gleich angegriffen. Dieser goldene Schatten, den wir gerade hier sehen, das ist ein Anhänger des zweiten Eides, den ich euch vorgestellt habe, der das Sonnenlicht-Medaillen verteilt. Und dementsprechend ne, spezielles Zeichen auch am Boden legen kann. Sprich, der wird jetzt tatsächlich ein bisschen den Vorteil haben, dass er stärker ausgerüstet ist. Oh, Junge, hier lebt er noch. Ach, da hat die Animation noch nicht abgeschlossen. Und ich werde gar nicht angegriffen. Schlecht. Ich dachte, ich werde angegriffen. Jetzt habe ich... Oh, jetzt habe ich einen Mitspieler dabei, der eigentlich gar nicht... Ich will eigentlich noch gar nicht... Ja, okay. Ich will das eigentlich noch gar nicht, was wir jetzt machen. Wir gehen jetzt hier durch den großen Kirchengang nach oben. Da werde ich euch nachher in dem Fall alleine noch was vorstellen. Wenn ich ihn jetzt schon dabei habe, wird es jetzt halt doch einen Bosskampf geben. Den wollte ich euch eigentlich noch nicht vorstellen. Ist jetzt nicht so ganz planmäßig. Denn ich wollte mich eigentlich zuerst noch diesem ganzen Kampf hier widmen. Und euch dieses Gebiet vorstellen. Was jetzt natürlich so nicht funktioniert. Aber das werde ich vermutlich mit dem Ersatzcharakter in dem Fall machen müssen. Hier unten haben wir das zweite Zeichen. Und du fühlst, wie das schwarze Auge erbebt. Das steht aus einem bestimmten Grund hier. Das werde ich euch aber dann erklären, sobald wir diesen Kampf hier bestanden haben. Er wird jetzt von oben runterspringen. Und hinten haben wir den Solaire. Wenn er sich ja schon anbietet, dann nehmen wir ihn logischerweise auch mit. Er hat es ja vorhin schon wieder geschrieben. Ich könnte mich ja auch jetzt extra töten lassen. Damit das Phantom wieder verbannt wird. Aber das finde ich persönlich jetzt nicht so fair. Weil das halt doch, ich meine, da hat sich jetzt Zeit genommen, also werden wir auch vorgehen. Mal sehen, auf wen er geht. Normalerweise spielt es eine Rolle, welchen Gegner man hier zuerst tötet. Denn dementsprechend bekommt man ein anderer Drop. Kennen wir. Das waren doch die Statuen. Wir nehmen... Ah, die sind also richtig mächtig. Wir nehmen jetzt den dicken zuerst. Oh, und das Problem ist, sie greifen halt gemeinsam an, gleichzeitig. Und das Krasse ist, je nachdem, wen ihr hier zuerst besiegt, wird sich das Verhalten des zweiten ändern. Oh. Das ist Ewigkeiten her. Auch er stirbt schon. Im Hintergrund, ich hab's gesehen, er braucht dringend Lebenskraft. Normalerweise würde jetzt sehen, wen ich angreife, und jetzt braucht er schon wieder Lebenskraft.
Junge, stirb mir nicht. Seht ihr hier hinten das Leben? Jetzt fülle ich ihm sein Leben auf. Allerdings, wenn es so weitergeht, haben wir kein Leben mehr für den richtigen Kampf. Ah. Wie gesagt, hier gibt's, je nachdem, wen ihr zuerst tötet, eigentlich ist es Unsinn, was ihr jetzt macht. Denn der Gegner, der überlebt, fängt wieder bei Null an. Also sprich wieder mit voller Lebenskraft. Und das ist eigentlich verschwendete Zeit, was er hier macht. Und da müsste eigentlich sehen, dass ich zuerst den Smaug töten möchte. Aber das bekommt er irgendwie nicht mit. Oder er hat es noch nie gemacht, das ist Möglichkeit 2. Und kennt diesen Boss gar nicht. Aber diesen großen, dicken Hammer hier. Das ist... Der, ja, jetzt ist er tot. Danke. Jetzt wird's lustig. Aber zum Glück ist der auch gleich tot. Komm. Ah, Teil 1 geschafft. Jetzt wird's richtig spannend. Wie viele Lebenstränke? 4 Lebenstränke! Bin ich... Das wird nie was. Seht ihr, der hat wieder volles Leben. Boah. Der ist so richtig sauer. Da spießt er ihn schon auf. Boah, das wird... Das wird sehr lustig. Jetzt ist volle Reaktion gefragt. Ah, schlecht reagiert. Komm, soll er walte deines Amtes. Wir schaffen das gemeinsam. Ach, der ist auch schon gleich tot. Nicht auf mich. Oh, jetzt spießt er Soler auf. Und Soler ist tot. Das kann ein... Ja, überlegt knapp. Dieses Aufspießen kennen wir aus dem PvP-Kampf. Das wurde ja mir angetan. Dieses Plumpsen hat er vom anderen. Und Soler ist weg. Jetzt bin ich alleine gegen ihn. Boah. Nein! Schlecht reagiert im falschen Moment. Noch 3 Lebenstränke. Die Säule geschickt genutzt. Komm. Also arbeite ein bisschen mit dem Gebäude, wenn es sein muss. Und jetzt ist viel Ausweichkunst gefragt. Denn jetzt wird es richtig schlimm. Und immer kleine Nadelstiche. Schlecht. Ich habe nicht gesehen, dass er abgehoben hat. Noch 2 Lebenstränke. Oh, schlecht, schlecht, schlecht. Ja, das war Versuch 1. Oh. Und den Bosskampf zeige ich euch ein anderes Mal wieder. Ich glaube, ich mache eine Pause. Danke fürs Zusehen. Auf bald wieder.